Hinter mir hört man schon so ein bisschen die Sirene. Ja, vielleicht so ein bisschen. Weil heute wird es spektakulär. Die Barbecue-Feuerwehr ist schon auf dem Weg. Wir machen einen gesmokten Schinken. Und wie man den macht und wie der schmeckt, zeige ich gleich. Viel Spaß dabei. Ja, herrlich. So eine Nummer ist natürlich nicht für jeden nachzumachen. Man muss natürlich von seinem Metzger die Chance haben, auf so eine Schinkenkeule, so eine hier pökelte und angeräucherte. Die ist praktisch schon vorgegart. Die ist ähnlich wie ein Kochschinken. Man sieht hier aber auch so ein Netz drum. Also die ist schon fertig. Aber zum Soßenschneiden ist die total doof. Sondern wir machen einen richtig schönen Barbecue-Schinken draus. Und dazu brauchen wir Ahornsirup. Damit hat man noch nie ein Barbecue-Essen versaut. Und fermentierten Campo-Pfeffer. Salz brauchen wir an der Stelle nicht und wir machen keinen großen Rap drum, weil der Garprozess ist schon abgeschlossen, sondern nur so ein bisschen zum Verfeinern. Dann habe ich noch so einen Pinsel hier und wie wollen wir grillen? Scharfes Messer und Brett. 7,7 Kilo, ein herrliches Stück, oder? Habe ich, wo habe ich das her? Ich habe das von meinem polnischen Metzger des Vertrauens, den habe ich gleich in der Ecke, also tatsächlich einer der nächsten Metzger in der Nähe. Jetzt höre ich schon wieder diese Jammer, kauft doch regional irgendwie. Aber von mir aus ist der polnische Metzger sehr, sehr regional. Von daher kauft ihr da auch. Ansonsten fragt ihr euer Metzger auch in Deutschland. Und geht ruhig mal über die Landesgrenze. Also wenn ihr an der französischen Grenze wohnt, schaut euch mal in Frankreich um. Wenn ihr an der Schweizer Grenze sucht, schaut euch mal in der Schweiz um und so weiter und so fort. Also wir haben ja Gott noch viele Nachbarländer, wo man auch immer noch Dinge findet, die man vielleicht beim einheimischen Metzger nicht so sieht. Und mir ist an der Stelle diese Dinge Einkaufskorb gefallen. Was ich jetzt mache, ist, ich werde jetzt so ein Schachbrettmuster hier mit dem Messer, mit dem scharfen Messer reinschneiden. Durch die Schwarten durch. Da muss man gucken, wo haben wir jetzt geschnitten, dass wir das doch ungefähr gleichmäßig machen. Also praktisch in alle Richtungen. Den hier. Die Schwarte richtig einritzen. Guck mal, jetzt haben wir den hier so eingeritzt. Und dann geht der Fussel los. Jetzt müssen wir praktisch hier immer so ein bisschen Pfeffer in die Kruste drin drücken. Da haben wir so eine schöne Pfefferkruste, dann kriegt die noch ein bisschen mehr Geschmack als nur den Rauch. Und dann einfach gleichmäßig, ungleichmäßig hier, vielleicht helfen zwei, drei Freunde mit, das Ding mit dem fermentierten Pfeffer spicken. Nimm jetzt keinen schwarzen Pfeffer einfach so, da wirst du dich ärgern. Warum? Weil der ist hart und da willst du nachher nicht drauf beißen. Und guck mal hier, dieser fermentierte, der ist ganz weich. Der knackt so ein bisschen so wie Kaviar. Der ist in Salz eingelegt, oder? Genau, der ist fermentiert, also in Salz. Das ist grüner Kaviar, sag ich schon. Grüner Pfeffer, der in Salz eingelegt wurde und da drin so fermentiert. Und dann wird der praktisch von grün auf schwarz. Und ganz weich, ganz hervorragendes Produkt. Leider sauteuer, aber für so eine Aktion hier kann man das tatsächlich mal verwenden. So. Und das machen wir mal hier ringsrum. Jetzt haben wir den gleichmäßig, ungleichmäßig hier so ein bisschen gefüllt. Wenn ein bisschen was oben drauf liegen bleibt, ist das nicht so schlimm. Wie gesagt, packt den nicht zu voll, weil A ist das Zeug sackteuer und B ist es relativ intensiv. Also wenn hier so an jedem dritten, vierten Quadrat mal irgendwo so eine Pfefferbeere liegt, reicht das vollkommen aus. Da packen wir den hier auf den Smoker und versorgen den mit einem Kerntemperaturfühler. Wisst ihr was, wir haben zwei. Und deshalb nehmen wir auch zwei. Von verschiedenen Seiten. Knochen vorbei hier hinten. So, dann habe ich hier drin in meinem Breuking Pellet Smoker an der Stelle so eine Smoke Pellets. Also die klassischen Smoke Dinger von Breuking, also nicht die Grill, sondern die Smoke Dinger. Die passen da hervorragend zu. Nehme jetzt auch den Pellet Smoker, weil ich das Drama habe. Ihr habt jetzt schon gemerkt, ist ein bisschen windig und unangenehm. Und bei schönem Wetter mache ich gerne noch den Stickburner an den großen, die große Lok, die ich hier habe. Bei so einem Wetter ist der Pellet Smoker ideal, weil da kann ich mich nämlich nach drinnen verflümen und der macht das für mich. Und damit der Smoke, stellen wir einfach hier 130 Grad ein, feuerfrei. Dann heizt er in aller Ruhe hoch und da lassen wir unser Fleisch drauf, bis er die Kerntemperatur von so um die 70 Grad hat, weil es ja schon vorher gart, also muss ja nicht immer garen, sondern muss nur noch mal heiß werden innen drin. Vorher werden wir aber bei ungefähr 60 Grad schon mal rangehen und uns um die Glasur kümmern, aber bis dahin werden es bestimmt 2 Stunden vergehen. Jetzt sind 2,5 Stunden um. Und ich sag mal, ich habe in meinem Leben schon Schlimmeres verbrochen als dieses Exemplar hier. Geil, oder? Aber so ein Brat ist natürlich nichts ohne einen schönen Glanz, den man natürlich jetzt noch mal besser hinbekommen kann. Mal einfach ein bisschen Ahornsirup drauf. So einen feinen Strahl.
herrlich, oder? Und verteilen die hier noch so ein bisschen mit dem Pinsel. Und schließen jetzt nochmal für eine Stunde den Deckel. Und ist das nicht immer der schönste Moment am Grillen, wenn man fertig ist? Geil, oder? Ich frage nur, wie kriegen wir den runter? Getragen. Getragen, oder? Marc, komm mal mit dem Brett. Und guck, versuchen wir mal unser Bestes. Hast du? Sehr gut. Das sind so die besten Stücken. Hoffe ich. Okay. Nee, doch nicht. Jetzt habe ich das Ding hier so vor mir liegen und bin mir ja nicht sicher, ob ich so ein Wackler, ob da überhaupt unten noch ein Knochen drin ist oder ob die den rausgenommen haben. Ich würde einfach mal versuchen, ob wir mit dem Mittelschnitt rinkommen. Nee, da ist ein Knochen. Da ist kein Knochen. Geht mal von der Seite. Ich zeige euch das mal. Mega, oder? Wie aus dem Bilderbuch. Genau so muss so ein Grillschinken aussehen. Und ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber ich stelle mal hier so eine Scheibe runter. Und da brauchst du nicht nur ein scharfes Messer, sondern ein langes Messer. So, hier drüben müssen wir um den Knochen hin zum Raus. Und dann haben wir hier so eine schöne Scheibe. Da reicht natürlich eine Scheibe. Sicherlich, naja, für mich für einen halben Vormittag, aber ansonsten würde ich sagen, ich weiß nicht, wie viel die reicht. Ich bin so fasziniert und angetan. Soll ich mal kosten? Ja. Okay. Mega. Schön von außen die Süße. Innen drin das Fleisch nochmal. Ja. Was steuere ich denn hier im Essen rum? Ist ja nicht meine Art. Habe ich in Staaten irgendwo gegessen. Hatten die auch als Smoked Ham. Ist im Krassland nicht als unähnlich, aber mega geil. Also. Auch hier unten, geht mal her. War ein Stück, wo es auf dem Rost lag, wo sie richtig groß gezogen hat. Nicht blöd. Und falls ihr an so eine Schinkenkeule rankommt, dann kann ich euch bloß raten, macht es. Lasst sie nicht liegen, packt die ein, nimm mal ruhig 100, 120 Euro in die Hand. Also siehst du, hast viele Portionen davon. Und wenn du eine große Feier hast, dann kann man sich auch mal was gönnen an der Stelle. Und das wünsche ich euch, dass ihr euch was gönnt. Für mich wünsche ich mir an der Stelle, dass ihr einen Daumen da lasst, einen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue, macht sie gut. Das Ding ist mega. Was meinst du denn, für wie viele Personen würden die erreichen? Also 20 mit Sicherheit. Oder 15 von mir, aber 20 normale Esser.